Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VI. Ich habe jetzt wie am Ende der letzten Folge schon angedeutet, noch nicht die Kommentare unter dem letzten Video lesen können, denn dieses Video ist jetzt, wo ich das hier aufnehme, noch gar nicht online. Ich bin jetzt das ganze Wochenende über unterwegs und diese Schläger hier, die kennen wir auch noch nicht. Interessant. Gucken wir mal, was wir denen so abnehmen können. Wenn das denn irgendwie mal gelingt jetzt hier im Laufe des Spiels. Ja, das ist jetzt hier der einzige... im Laufe des Kampfs, im Laufe des Spiels. Irgendwann im Laufe des Spiels wird es wohl noch möglich sein, irgendwas zu klauen. So ein Level-Up für Edgar, sehr schön. Passt doch ganz gut in diesen Start. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich das wirklich so risikomäßig drauf hinauslaufen lassen soll, das am Sonntag ganz spät abends erst aufnehmen zu können. Und mir war am Ende die Gefahr einfach zu groß, dass ich das komplett ausfallen lassen müsste. Vielleicht erinnert ihr euch zurück, ich glaube, das ist in Teil 7 und in Teil 8 vereinzelt der Fall gewesen, dass Folgen einfach mal ausgefallen sind, weil ich es nicht geschafft habe. Aber wir können ja mal gucken, wie ich mich schlage, ohne dass ich irgendwelche Hinweise bekomme. Und alles, was ich jetzt zum Beispiel auch in Figaro hieß das, glaube ich, das Dorf. Oder die Stadt, Dorf kann man das ja nicht nennen, das war ja irgendwie voll die Bonzen-Großstadt, ja. Eine andere Bezeichnung fällt mir dafür gerade auch nicht mehr ein. Also wenn ich da irgendwas ausgelassen habe, genauso auch in dieser Folge, dann kann man das ja noch nachholen, wenn man die Orte denn nochmal aufsuchen kann. Aber ihr hattet, glaube ich, in der... oder unter der zweiten Folge, da ist eine Kiste, die will ich. Kriege ich jetzt aber bestimmt noch nicht von hier aus. Da hattet ihr mir ja geschrieben, dass Backtracking später hier möglich sein wird. Also, dass ich zumindest diese Türen, die ich in der Burg Figaro ausgelassen habe, dass ich die noch bekommen kann zu einem späteren Zeitpunkt. Deswegen bin ich da eigentlich ganz entspannt und hoffe, dass ich jetzt hier genug Weitsicht und Aufmerksamkeit mitbringe, um nichts Elementares hier auszulassen. Aber wir schauen einfach mal. Ich meine, ist ja immer noch ein Blindprojekt, ne? Wäre also theoretisch gesehen ja nicht schlimm, wenn ich irgendwas verpasse, aber das beißt sich halt auch so ein bisschen mit meinem eigenen Anspruch, möglichst alles auch zu finden. Aber Final Fantasy macht es einem da auch nicht immer leicht, ne? Muss man auch ganz ehrlich zugeben. Und da müssen wir jetzt eigentlich zu der Truhe rauskommen. Oh, zwei von denen habe ich bisher auch noch nicht bekämpft. Von den Keilern habe ich das eigentlich... Ich habe in der letzten Folge, glaube ich, ganz am Ende mal versucht, die zu beklauen. Aber ich weiß nicht... Ja, übertreib doch gleich noch mehr mit dem Schaden. Okay, warte mal. Ich glaube, ich muss jetzt mal gucken, dass ich jetzt hier nicht elendigst draufgehe. Wann hat ein Lock hier so viel Energie verloren? So viel zum Thema Umsicht und Aufmerksamkeit. Aber gut, das bezog sich auch eher darauf, hier Schätze zu finden und so. So, was können wir dir denn Gutes tun, mein Gutstar? So ein bisschen Tonic haben wir ja ganz gut gefarmt in der letzten Folge. Aber wirklich, der Brüller ist Tonic jetzt auch nicht mehr, ne? Wenn ich mal angucke, wie viel Energie unsere Mitstreiter haben. Da müsste ich dann langsam mal... Ja, hier, Trank wäre wahrscheinlich das nächstbeste. Keine Ahnung, ob man das hier von den Gegnern klauen kann. Ich werde es mal versuchen. Jawohl. Okay, Wächter erhalten. Was zum Teufel ist Wächter? Das klingt ein bisschen nach einem möglichen Relikt. Ist es aber nicht. Oder hatten wir das schon mal? Und ich kriege das gerade nur nicht richtig zugeordnet. Ist das eine Waffe? Was soll denn das darstellen? Weicht gegnerischen Angriffen zufällig aus? Oder gegnerischem Angriff? Kann ich gerade irgendwie nicht so ganz einordnen. Warte mal, wir gucken mal. Hier kein Wächter. Hier ist aber ein Wächter. Ah, das ist eine neue Waffe für Locke. Das ist ja praktisch. Ist doch gar nicht mal so schlecht, was hier nach oben geht. Ja, bekommt er natürlich, ganz klar. Keine Frage, nichts zu debattieren hier. So, alles klar. Das sah hier aber auf den ersten Blick auch so aus, als ob man hier gar nicht rum könnte, ne? Das auch zuerst gesehen und dachte mir so, muss man das irgendwie irgendwann wegsprengen oder so, aber nö, es ging Tatsache vorbei. Und ja, ich bin immer noch knauserig, was Terras MP angeht. Ich könnte natürlich meine Leute auch... Ey, warte mal, habe ich gerade einen Knick in der Optik oder steht Edgar hinten und die anderen beiden vorne? Warte mal, das muss ich mir jetzt mal nochmal genauer angucken. Nee, Terra steht hinten. Terra, ja, hier, genau. Die Jungs, die sind beide vorne. Okay, alles klar, so wollte ich das auch, dass da gerade irgendwie in der K
Kampfansicht genau andersrum aus? Oder war das ein Überraschungsangriff vom Gegner? Keine Ahnung. Guck dir mal diese ganzen geheim kleinen Wege hier an. Also das war ja auch mega einfach zu übersehen. Und wird aus dem Grund wahrscheinlich auch direkt mit einer Truhe entlohnt. So, also ohne den Flitzebogen würde ich echt ein bisschen verloren sein, glaube ich. Hätte ja immer noch die Möglichkeit, nach Figaro zurückzugehen, um mir ein paar Heilsachen noch zu holen. Aber oh, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir das auch so hinkriegen. Atlas-Armband. Das ist jetzt aber ein Relikt, oder? Relikte sind doch hier in diesem Spiel, wollte ich gerade sagen, so ein bisschen das Pendant zu Accessoires, Zubehörteilen. Also so von der Bezeichnung her, wie man das halt aus anderen Spielen kennt. Ja, Kampfkraft. Heißt Kampfkraft nur physische Angriffe? Da würde ich am ehesten das hier entbehren wollen. Machen wir jetzt einfach mal. Ich meine, er ist ja auch unser Hauptangreifer. Ich weiß nicht, ob das für seinen komischen Flitzebogen-Skill auch gilt. Was soll mir das jetzt hier sagen? Ich wette, da kann ich irgendwo runterfallen. Das sieht doch schon so danach aus, oder? Als ob man hier irgendwie runterplumpsen könnte. Aber okay, das werden wir vielleicht noch in Erfahrung bringen. Mal gucken. Einen Weg haben wir ja jetzt noch. Hä? Irgendwie kam ich gerade nach links nicht durch. Aber mit den Schlägern geht das ja inzwischen auch relativ gut klar hier. Einmal Flitzebogen. Ich glaube, den einen überleben die auch nicht, ne? Haben jetzt leider nicht gemerkt, wie viel Schaden der vorher ausgeteilt hat. Und könnte das hier auch... Ich glaube, das war aber mehr. Der war doch vorher irgendwie bei 150, 160? Vielleicht bringe ich da auch was durcheinander, keine Ahnung. So, das hier. Warte mal. Wenn wir schon dabei sind, kann ich ja auch mal gucken, ob es links nicht irgendwo noch so einen Schleichweg gibt. Okay, vor denen habe ich ein bisschen Angst. Ich glaube, hier nehme ich dann auch mal einen Feuerzauber. Hier will ich lieber angreifen als klauen. Obwohl wahrscheinlich die Kombination aus Feuer und Flitzebogen die eh schon finishen wird. Aber die vertragen auch echt ganz schön viel. Und lieber Scholli, kriegen wir von denen wenigstens mehr Erfahrung als von den anderen? Also das war jetzt bei den 108. Muss ich mal gucken, ob ich mir das merken kann. So, nach links ging es nicht weiter. Boah, jetzt wird es auch noch hell hier in meinem Aufnahmezimmer, ey. Das gibt's ja nicht. Und Edgar sollte ich vielleicht auch dann gleich mal heilen. Sieht auch nicht mehr so gut um ihn bestellt aus. Aber wenn ich mir jetzt so die Frequenz angucke, was ich an Heilsachen bekomme, beziehungsweise zusammenklaue und wie schnell die Leute Energie verlieren, da könnte ich bald in die Bredouille kommen. Wobei, ich kann mit Terra ja auch noch heilen, aber mal gucken. Soll ich das mal machen? Ich glaube, ich werde jetzt einmal hier eine Runde Heilung spendieren. Ich meine, ich gehe ja sonst nicht mit ihr in den Angriff. Da kann man das mal machen. Scheint auch deutlich lohnenswerter zu sein, als mit Tonic um mich zu schmeißen. Aber okay. So, ich will wieder draußen sein. Draußen ist schöner. Was war das da gerade für ein Schatten? Es gab hier auf jeden Fall einmal Duncan, glaube ich, als Charakter. Und seinen Sohn Vargas oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe vorher nicht mehr in den hart reingeguckt. Da unten ist aber auch noch ein Weg, oder? Aber das scheint nur eine Sackgasse zu münden. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Aber der... Ja, übertreibt doch gleich noch mehr. So, warte mal. Ich versuche jetzt mal, den Keiler doch zu beklauen. Hier bin ich jetzt mal so frei und lege ein kleines Feuerchen. Und hier muss der Flitzebogen uns wieder aushelfen. Ich weiß nicht, wenn ich Edgar nach hinten stelle, macht er dann mit seinem Flitzebogen weniger Schaden? Ich habe keine Ahnung. Könnte man theoretisch mal probieren. Schon wieder keine Steinweicher. Ja, ich hätte aber lieber Heil-Equipment-Zeug gedöns. So, ich glaube, ein Kampf wird er jetzt aber noch überstehen. Man muss hier echt genau hingucken. Also ich will gar nicht wissen, was ich hier schon an Wegen vielleicht ausgelassen habe. Die man so mit bloßem Auge vielleicht auch gar nicht erkennt. Oh, was? Trillium heißen die, nicht geklappt. Irgendwie ist die Diebstahl-Erfolgsquote hier auch nicht so die allerhöchste, kann das sein. Aber die sehen irgendwie witzig aus. Die sehen aber dadurch, dass sie so pflanzenmäßig aussehen, sehen die so ein bisschen aus, als würden die so unbequeme Zustandsveränderungen mit sich bringen. Okay, zwei Wege. Was ist da links los? Kann ich da runterspringen? Und wenn, dann komme ich wahrscheinlich nicht mehr hoch und werde mich gleich total ärgern. Aber ich will das einfach der Vollständigkeit halber gerne mal erprobt wissen. Die scheinen aber nicht so wirklich gefährlich zu sein. Also zumindest hat der eine gerade nicht getroffen. Haben wir vorhin gesehen, wie viel Schaden die austeilen können? Keine Ahnung. Mal
Okay, also hier komme ich auf jeden Fall noch nicht runter. Gucken wir uns mal hier erstmal um. Ich wollte eine Sackgasse hier haben. Was ist hier los? Gar nichts. Sei bitte eine Sackgasse, sei eine Sackgasse. Für mich eine Sackgasse, bitte. Muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Aber okay, wenn es sich lohnt. Ich meine, Level-Ups und so, ne? Thema hatten wir ja schon. Stirnband geklaut. Sehr schön. Ich will aber lieber seine Maske von seinem hässlichen Gesicht runterreißen. Ich hatte auch kein hässliches Gesicht, aber dadurch, dass er unser Gegner ist, ist er automatisch hässlich. Ist ja klar, oder? So, Stirnband. Wo finde ich das am ehesten? Hier vielleicht? Jawohl. Oh, guck mal an. Das war nicht so der allergrößte Sprung nach vorne, aber ich finde das immer wieder beachtlich und toll, wenn wir von Gegnern... Achso, nee, er kann das gar nicht tragen. Schade, eigentlich ist das nur für Terra. Nee, für Terra und für Locke. Geben wir das mal Terra. Einfach, weil ich mit ihr gerade stärker sympathisiere. Das hat jetzt überhaupt keinen taktischen Hintergrund oder so. Nee, das sieht mir zu richtig aus, Leute. In dem Moment, wo ich den Schatten sehe, gehe ich ganz stark davon aus, dass ich da auch richtig bin. Deswegen mache ich jetzt nochmal kurz die Biege. Und guck mal, dass ich mir die andere Höhle nochmal ein bisschen genauer ansehe. Ich habe Edgar nicht geheilt. Ich glaube, er könnte jetzt in dieser Folge... in dieser Folge. Ja, auch in dieser Folge, aber jetzt vor allen Dingen in diesem Kampf elendigst verrecken. Aber wir haben ja ein paar Phönixfedern, also das wäre jetzt nicht so der Weltuntergang. Ich habe mir auch gar nicht angeguckt. Ich würde doch auch mal die Erfahrung vergleichen. Ich drücke das immer so instinktiv weg. MP oder... Ne, ich glaube, ich werde jetzt hier einmal den Quell noch zum Einsatz bringen. Wir haben ja, glaube ich, in der letzten Folge auch ein paar Tinkturen gefunden, glaube ich, um MP wieder aufzufüllen. Deswegen sollte das kein Problem darstellen. So, ich hätte schwören können, dass wir links eher die Sackgasse hätten. Weiß ich nicht, so aus Entwicklersicht würde ich mir so denken. Naja, wir bestrafen jetzt den Spieler, der sich so eine Höhle denkt und sieht und sich denkt, oh, da muss ich jetzt reinrennen. Und belohnen den, der vielleicht dran vorbeigeht, um ein bisschen genauer sich umzuschauen. Aber, nee, meine Logik ist da offensichtlich eine andere. So, wenn ich jetzt hier natürlich das Gefühl habe, dass das auch richtig ist, oder wenn wir jetzt gleich hier den Schatten auch nochmal sehen, dann habe ich schon ein Problem. Nee, alles richtig gemacht, sehr schön. Also alles richtig gemacht mit Zeitverzögerung, aber ist jetzt zwar nicht so der Mega-Bomben-Inhalt. Wobei, doch, die Zelte, die waren, glaube ich, ganz cool, weil die ja alle geheilt haben. Also alle heilen würden, wenn ich das zum Einsatz bringe. Und die waren, glaube ich, relativ teuer mit über 1000 Ocken. Die wir dann Figaro, glaube ich, dafür hinblättern hätten müssen. Ich habe da, glaube ich, keine Zelte eingekauft. Aber nee, ich glaube, ich nehme das zurück. So sinnlos ist das am Ende dann doch nicht. So, dann gucken wir mal, dass wir dem Schatten folgen können. Das wird 100 pro einer von den Leuten sein, die namentlich schon erwähnt worden sind. Denn wir hatten, glaube ich, irgendwie gehört, einer soll ja irgendwie so Kampfkunstmeister oder so sein. Und da haben wir wieder ein Stirnband bekommen. Sehr schön. Ist ganz cool. Die sind dadurch auch automatisch so ein bisschen motivierender als die anderen Gegner, weil man hier halt immer noch so ein bisschen hoffen kann, vielleicht was Schönes mitnehmen zu können. Ach nee, warte mal, dann bin ich jetzt hier aber durch mit den Stirnbändern. Weil Edgar konnte ja keinen tragen, deswegen bekommt jetzt Locke hier noch sein Stirnbändchen und dann sind alle glücklich. Genau, so, sehr schön. Gut, dann gucken wir mal, wo uns Herr Schattenmann hinbringt. Also ich würde meine linke Probacke drauf verwetten, dass wir jetzt hier auch einen Mann antreffen. Also würde mich sehr überraschen, wenn wir jetzt hier doch eine Frau gleich haben. Aber guck mal, man kann von denen Tränke klauen. Das heißt, die sind eigentlich gar nicht so unwertvoll. Ich meine, die teilen auch mehr als ordentlich aus, aber ein Trank gibt ja 250 Energiepunkte wieder zurück. Alter, jetzt übertreibt doch nicht. Ey, Blut hat gerade 68 Schaden gemacht. Was ist denn da kaputt, ey? Ja, da habe ich jetzt fast wieder den Trank drin. Also, raus. Wie auch immer. Ich kann gerade schon wieder kein Deutsch. Nehmen wir mal hier jetzt ein bisschen Tonic. Wie gesagt, einfach vor dem Hintergrund, dass das nicht mehr so wertvoll ist und ich die ruhig jetzt auch ein bisschen rauskloppen kann. Ruhig rauskloppen ist gut, ne? Jetzt habe ich fast gar keine mehr, aber egal. Alles für einen guten Zweck. So, hier haben wir ihn zuletzt gesehen. Der ist aber da irgendwie nach unten gesprungen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Oh oh. Ja, super. Volle Möhre umzingelt. Ist ja auch wieder toll. Ja,
Also von mir aus darf dieser Ort gerne bald zu Ende sein, weil Heilsachen und so. Der Flitzebogen, der ging jetzt nicht auf alle. Hm, hätte ich mal die andere Seite angegriffen, das war so blöd. Das war so blöd, Nigoya. So kämpft man doch nicht hier. Aber so häufig hatte ich ja die Situation auch noch nicht, dass die mich jetzt hinterrücks irgendwie erwischen. Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid und werde etwas umsichtiger mit meinen Attacken sein. Zumindest in der Theorie. Mal gucken. So, da oben ist eine Brücke. Der ist aber hier unten runtergesprungen. Hier kommen wir aber nicht runter. Okay, so, dann gehen wir mal über die Brücke. Ich habe vorhin, als wir draußen gewesen sind... Achso, die Truhe da links war schon offen. Warte. Warte. Da sah gerade irgendwie was so ein bisschen nach Geheimgang aus. Die Gegnerkonstellation diesmal richtig arschig. So, warte mal. Erstmal will ich dich hier bestehlen. Ich hoffe, dass das funktionieren wird. Und dann nehmen wir den Flitzebogen. Bevor jetzt hier noch schlimmere Dinge passieren. Ich will noch einen Trank. Gib mir noch einen Trank. Sei doch mal gnädig. Du böses Vieh mit deinen roten, gruseligen Augen. Komm. Bevor der Kampf zu Ende geht, Tonic. Achso, naja, okay. Trank wird wahrscheinlich das seltene Diebstahl-Item sein, schätze ich mal. Und Tonic das Standard-Ding hier. Ja, schade eigentlich. Aber gut. Besser als gar nichts, wa? Aber Lock macht auch gar nicht so viel Schaden. Ich muss mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr. Es war aber, glaube ich, relativ wenig. Habe ich zumindest so eine Erinnerung. Mann, ist jetzt auch mal gut hier. Immerhin sind jetzt die dicken Viecher nicht mit dabei. Also wie gesagt, rausschneiden lohnt sich halt nicht, weil die Kämpfe hier halt so schön fluffig und schnell von der Hand gehen, ohne dass da irgendwie großartige Ladezeiten mit dranhängen. Jetzt habe ich gerade wieder den gleichen Gegner beklaut. Ich weiß nicht, ob das gerade ein bisschen sinnbefreit war, aber hat eh nicht funktioniert, deswegen halb so wild. So, warte mal, kann ich jetzt eigentlich... Ich weiß nicht, ob ich das schon mal probiert habe, aber kann ich Augen... Ja, Tatsache. Warum habe ich das denn nicht vorhin gemacht? Aber die berechnen mir da nicht die dreifachen MP-Kosten, oder? Wenn ich das auf alle verteile. Oh, speichern! Das schreit gerade voll nach Boss. Okay, aber wir nehmen das natürlich mit. Passt auch ganz gut, weil ich ja gerade so ein bisschen am Rumheilen war. Und genau, nehmen wir mal diesen Speicherslot hier. Und jetzt habe ich Angst. So ein bisschen zumindest. Ich wette, wir werden diesen Ninja-Typen, also diesen Kampfkunst-Typen, wenn er das dann wirklich sein sollte, jetzt hier als Boss auch antreffen. Und lass mich raten, das war jetzt so ein Speicherpunkt, der uns nicht suggerieren sollte, oder er hat es getan, aber der nicht bedeuten sollte, dass wir jetzt kurz vor Schluss hier sind, sondern es war wahrscheinlich so ein Halbzeitspeicherpunkt. Die Vergiftung von Edgar, die habe ich registriert. Ist die jetzt... Oh, nee, ernsthaft, die bleiben hier? Ah, alles klar. Hoffe ich mal, dass ich jetzt mit meinen ganzen Heilsachen hier auch halbwegs zurechtkomme, weil so viel habe ich in Figaro ja nur auch nicht eingekauft. Einige Fels-Dings, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, diese Felseinbuchtungen sehen irgendwie ziemlich auffällig aus. Deswegen laufe ich manchmal wie bescheuert gegen die Wand. Also nur zur Erklärung, falls ihr euch fragt, was ich da tue. Die Gegner sind mir fast mit die angenehmsten. Eigentlich alle die mit dem Flitzebogen One-Hit sind. Das ist irgendwie so mit am gechilltesten. So, was haben wir hier? Da unten sind wir, glaube ich, schon mal gewesen, oder? Ah, wollte nicht nochmal kämpfen, aber den hier... Das sind ja jetzt Peanuts hier. Flitzebogen, vor allen Dingen, wenn Edgar immer zuerst angreift, ist das immer sehr gemütlich, komfortabel, bequem, wie dem auch sei. So, Shatty-Typi, wir haben dich schon ganz schön lange nicht mehr gesehen. Und wir hatten ja in Figaro auch einen Typen angetroffen, der Shadow hieß, ne? Vielleicht ist der das ja. Ich glaube es zwar irgendwie nicht, aber da wird sich hoffentlich auch noch aufklären, was es mit dem auf sich hat, weil so wirklich schlau wurde ich aus dem Typen nicht. Für mich immer der Typ bleiben, der uns seinen Hund auf den Hals hetzen wollte. Fand ich ja nicht so nett. Aber der stand da wahrscheinlich auch nicht, um uns irgendwie in nette Gespräche zu verstricken. Aber irgendwie wird er hier noch eine Rolle spielen. Ich meine, immerhin hätte ich dem auch einen eigenen Namen geben können, so. Okay. Irgendwie verstehe ich den Aufbau hier gerade nicht so zu 100%, aber... Gut, wir werden uns hier schon irgendwie durchwursteln. Einmal Flitzebogen, bitte.
Bei denen dröppeln die Tonics auch immer so in relativ angenehmen Zeitabständen nach. Ich glaube, wir haben mit den Tonics, also wenn man das so gegenrechnen würde, mehr Gewinn als Verlust dann. Da ist er. Da ist er. Genau so habe ich ihn mir auch vorgestellt. So, warte mal, kann ich jetzt hier nach links irgendwie noch? Nee. Das sah aber fast gerade so ein bisschen danach aus. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts übersehen. Hey, Kumpel, willst du nicht mal winken? Steht er da und guckt grimmig in die Gegend, ey. Hätten uns unsere Zeit hier so verschönern können, ja. Wenn wir einfach nur nett miteinander umgehen würden. Aber vielleicht sehen die Feinde in uns. Keine Ahnung. Also er, ich gerade voll in der Mehrzahl gesprochen, aber obwohl wir hier nur von einer Person sprechen. So, wo komme ich denn jetzt hier raus? Guck mal, jetzt bin ich ganz in der Nähe, Schnucki. Guck doch nicht so grimmig. Wir tun hier nichts Böses. Also wenn du uns auch nichts Böses willst. Aber ich bin mir da gerade nicht mehr so ganz sicher. Ich weiß nicht, ob jetzt hier ein Kampf kommt. Ich bin gerade unschlüssig, ob ich mich jetzt hier hochheilen soll oder eher nicht. Nehmen wir mal die Tonics hier und gucken, was passiert. Vagas, sage ich doch. Sabin schickt euch, oder? Sabin. Aua. Der hat sogar die Frau geschlagen. Wo gibt's denn sowas? Wer bist du? Sabin ist hier. Ich muss jetzt irgendwie Sabin sagen. Keine Ahnung. Ich glaube, ich bleibe dabei. Das scheint mir irgendwie am geläufigsten zu sein. War ja auch mein erster Impuls, als der Name zuerst auftauchte. Du hast uns beobachtet, richtig? Brillant, so ist es. Pech für euch, mich hier und jetzt zu treffen. Ja. Einfach mal die Fäuste sprechen lassen. Alter Schwede, okay, der ist aber gerade dezent riesig. Ich habe gerade den Cursor wieder nicht gesehen. Das nervt mich. Fangen jetzt schon wieder die komischen Grafikfehler an? Warum kann ich den denn jetzt nicht beklauen? Ja, guck mal, wenn die Hand ganz oben ist, dann sehe ich den Cursor nicht. Ich glaube, das ist irgendwie dem ollen Emulator oder so geschuldet. Keine Ahnung. Gucken wir mal, wie wir jetzt hier zurechtkommen. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Der Typi hier. So, ich glaube, ich werde jetzt hier auch lieber kämpfen, als weiter zu klauen. Und hier werde ich weiter auf den Flitzebogen schwören. Okay, also das ist ja schon gar nicht mal von schlechten Eltern, was sie hier an Schaden austeilen. Aber jetzt haben wir immerhin seine beiden Helferleins aus dem Weg geräumt. Heilung ist im Anmarsch und jetzt würde ich dem ganz gerne mal bestehlen. Nicht geklappt, schade. Kann mir nämlich vorstellen, dass wir hier ganz gutes Zeug auch mitnehmen können. Einfach, weil ich da noch so ein bisschen Final Fantasy 9 gepolt bin. So, was so die Diebstähle bei Bosskämpfen anbelangt. Aber da ich jetzt nicht weiß, ob sich das hier ähnlich verhält, werde ich jetzt auch nicht abwarten und ja, auf Schaden verzichten in seine Richtung, weil ich einfach auch nicht weiß, wie stark der am Ende ist. Nee. So, stehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich weiß auch gar nicht, wie sich das mit der Diebstahlquote berechnet. Genug! Fort mit euch! Verpiss du dich doch. Wir haben dich besiegt und nicht andersrum. Gib es auf, Vagas. Wer sagt das? Habe ich da gerade was weggedrückt? Was war das denn? Das ist er. Das ist der Bruder von Edgar. Bist du das? Bist da das? Da ist ein Fehler drin. Sabin? Vagas, warum hast du das getan? Wie konntest du deinen eigenen Vater töten? Hat er? Wussten wir das schon? Ja, er beging den Fehler, dich zu seinem Nachfolger zu machen. Statt mich, seinem Sohn. Ah, gekränkte Eitelkeit, ich verstehe. Aber er wählte doch dich. Du bist ein Lügner. Duncan wollte, dass du sein Nachfolger wirst, nicht ich. Er schätzte deine Gesinnung. Genug gelogen. Ich habe gerade Mühe. Also zum einen bin ich gerade mit dem Voice-Acting voll überfordert und zum anderen versuche ich auch gerade den Inhalt so ein bisschen aufzugreifen. Wir sind ja gerade zu viele Leute unterwegs. Jetzt wirst du meine überlegene Technik kosten. Todesangriff, Sturmes, Faust. Okay, aua. Das klingt, als könne man das nicht überleben. Wenn wir jetzt vom Berg stürzen, dann gute Nacht. Ah, Sabin. Duncan hat dich viel gelehrt. Es geht wohl nicht anders. Ironie des Schicksals. Wir lernten zusammen. Und ich töte dich. Okay, aua. Ach so, jetzt kann ich mit ihm kämpfen. Puh.
Das macht müde. Nein, nicht müde werden. Wir können es uns gerade nicht leisten. Was? Blitz? Blitz auf mich selbst? Nee, verstehe ich gerade nicht, ehrlich gesagt. Falsche Blitzeingabe. Hey, was ist hier los? Ich konnte aber nicht Blitz auswählen und auf Vargas gehen. Komm schon, Sabin. Kein Zurück mehr. Okay, nehmen wir mal ganz normal Kampf. Ist mein Spiel kaputt oder was? Womit hat denn der da gerade angegriffen? Das sah aus wie so eine Dreizackgabel oder so. Na los doch. Was ist denn? Ich verstehe das irgendwie mit dem Blitz gerade nicht. Ich schwöre, ich kann nicht auf den Gegner jetzt hier umschwenken. Deswegen, bleibe ich jetzt mal dabei. Ich habe keinen Bock auf ein Game Over Screen, sonst muss ich den ganzen Berg nochmal machen. Das finde ich irgendwie gerade nicht so prall. Ich werde irgendwie da nicht so ganz schlau draus. Aber gut, ich werde den jetzt einfach die ganze Zeit angreifen. Wir sollten das beenden. Die Lehren des Meisters. Muss einen Blitz benutzen. Wähle Blitz und drücke links, rechts, links auf dem Steuerkreuz. Ich spiele aber mit einem Steuerknüppel. Geht das dann trotzdem mit links, rechts, links? Dann Knopf A. Oh mein Gott, Blitz geht so. Wähle Blitz und drücke den A-Knopf. Hey, ich denke, ich soll, wenn ich Blitz gewählt habe, nach links, rechts, links. Wenn die Hand erscheint, gib die Technik ein. Auf dem Steuerkreuz links, rechts und links drücken. Zum Schluss den A-Knopf zur Bestätigung. Wenn du einen Fehler machst, passiert gar nichts. Und mit Ruhe geht alles. Ja. Wähle Blitz und drücke links. Ja, wie häufig willst du mir das noch sagen? Auf dem Steuerkreuz. Ja, Hauptsache, ich sehe das Handzeichen auch, weil das ist jetzt hier teilweise für mich nicht sichtbar. Ich weiß nicht, wie ihr das am Ende in der Aufnahme sehen werdet. So, wann jetzt genau? Was? Also muss ich das direkt danach jetzt machen, oder was? Okay. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich kann bei sowas immer keinen kühlen Kopf bewahren. So, nochmal. Blitz. Links, rechts, links, A. Habe ich gemacht. Ich hab's gemacht. Ich schwöre euch, ich hab's gemacht. Menno, muss ich das doch auf dem Steuerkreuz machen? Okay, warte. So. Links, rechts, links, A. Ich glaube, ich mache das zu einem falschen Zeitpunkt. Ich wette, wenn er da so nach vorne pirscht und weil dieser komische... Leuchtende Kuller ist so. Ich habe heute wieder voll die Sprachdefizite, aber kennt man ja, ne? So, jetzt aber, komm. Links, rechts, links. Nee, keine Ahnung. Jetzt werde ich hier verrecken und darf gleich den ganzen Berg nochmal machen, oder was? Oh, ich hasse Aufnahmen mit dem Emulator. Wirklich, ich hasse sie einfach wie die Pest. Jetzt wisst ihr auch, warum ich Final Fantasy 12... Achso, nee, das wollte ich gar nicht machen. Nee, okay, jetzt bin ich weg. Jetzt bin ich weg. Oh, das nervt mich gerade dezent. Also... Ja, keine Ahnung. Vor allen Dingen weiß ich auch nicht, was ich beim nächsten Mal anders machen soll. Ach, ich bin so doof. Ich muss ja gar nicht den ganzen Berg nochmal machen. Ich bin gerade voll gegen mein Headset gekommen. Ich habe ja den Speicherpunkt hier mittendrin noch gehabt. Ja, okay, super. Jetzt sehen wir hier Game Over. Ja, keine Ahnung. Also entweder ich time das scheiße oder... Ich bekomme irgendwas nicht angezeigt, weil es hieß ja irgendwie, wenn dieses komische Handzeichen aufleuchtet, dass ich dann irgendwie... Okay. Ja, keine Ahnung. Das müssen wir uns jetzt hier alles nochmal geben. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Da steckt kein böser Wille hinter. Ich möchte das auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Aber, ich habe nicht verstanden, was ich falsch gemacht habe. So, warte mal, was sagt die Uhrzeit? Schaffe ich das jetzt überhaupt nochmal? Jawohl, also Zeit haben wir auf jeden Fall noch. Und ja, ich verfluche Emulatoraufnahmen. Ich brauche jetzt schon wieder irgendein Ventil, um meinen Frust irgendwo rauszulassen. Und ja, schieb das jetzt einfach mal dem in die Schuhe. So, ich hoffe, dass übersetzungstechnisch hier nichts falsch gelaufen ist. Das wäre dann natürlich doppelt und dreifach ärgerlich. Aber das ist eigentlich selbsterklärend gewesen. Das kann sogar jemand mit so einem Kurzzeitgedächtnis wie meiner einer... sich irgendwie merken. So schwer ist das ja nicht, ne? Und naja, gut. Mich nervt, dass der Speicherpunkt auch nicht direkt vor diesem Bosskampf war. Das heißt, wir werden jetzt auch, wenn ich zukünftig immer wieder was falsch mache, uns das hier jedes Mal aufs Neue geben müssen. Ist das nicht schön? Boah. Wisst ihr, warum ich auch gerade so ein bisschen wütend bin? Weil mir sind heute meine Kaffeevorräte ausgegangen. Ich habe keinen Kaffee mehr zu Hause. Ich werde später dann mit ein paar Freunden weggehen und werde dann in dem Atemzug unterwegs mir auch ein bisschen was einkaufen. Und normalerweise habe ich für jede Aufnahme immer
irgendwie einen Kaffee hier zu stehen. So, also meistens. Manchmal auch anderes Zeug, aber ja, ich bin auch noch nicht so lange wach. Bin vielleicht deswegen noch so ein bisschen verballert in der Birne, aber ja, müssen wir jetzt halt gemeinsam durch. Terra lernte Sauger. Das hast du beim letzten Mal auch gelernt? Also wenn ja, habe ich das nicht mitbekommen. Das klingt nämlich so, als ob sie entweder Energie oder MP saugen würde. Stehlt gegnerische HP. Ja, schade. MP wären irgendwie ein bisschen cooler gewesen, aber es kommt wahrscheinlich auch noch. So, boah, diese ganzen Zufallskämpfe hier unterwegs, ne? Könnte jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen leveln, aber ich glaube, als Sabin gegen Vargas gekämpft hat, ich glaube, da hat das keinen Unterschied gemacht. So. Also dann hätte es keinen Unterschied gemacht, wenn ich die Leute jetzt hier noch ein bisschen aufgelevelt hätte im Vorfeld. So, ich jetzt ganz schnell zum nächsten Versuch. Ich habe gerade echt Panik, dass ich das aus welchem Grund auch immer hier gar nicht hinbekomme und gar nicht weiß, worin eigentlich jetzt hier mein Fehler bestand. Also das weiß ich jetzt auch schon nicht, aber wisst ihr, was ich meine? Es ist halt immer ein Unterschied, ob man irgendwas nicht schafft und dann weiß, wie man es beim nächsten Mal besser machen kann oder ob man es eben nicht tut. Und ich befindere mich halt in letzterer Situation. So, warte mal jetzt. Nehmen wir mal einen Schluck Wasser. Und jetzt nochmal alles an Konzentration sammeln, was geht. Und ja, einfach mal gucken. Boah, das könnte, glaube ich, echt die fälligste Folge hier werden bisher in diesem Let's Play. In diesem noch so jungen Let's Play. So, stehlen. Ah, wir scheißen jetzt einfach mal aufs Stehen. Ich werde jetzt die ganze Zeit hier in den Angriff übergehen. Und einfach gucken, dass wir die schnellstmöglich jetzt aus dem Weg geräumt bekommen. Ich habe dadurch, dass das Kampfsystem hier so ein bisschen flotter vonstatten geht, als zum Beispiel in Final Fantasy 9. So, aber hier will ich stehen noch versuchen. Habe ich so ein bisschen Mühe, immer dem zu folgen, was hier so an Einblendungen immer kommt. So, jetzt habe ich Tonic geklaut. Dann zaubern wir hier noch, wie einfach der eigentlich geht. Vorhin habe ich irgendwie deutlich mehr auch an Energie und so verloren. Aber ich glaube, da haben sich die Gegner auch teilweise nur auf Terra gestürzt oder auf irgendein... Er hat nichts. Das sagst du mir jetzt? Vorhin hat mir das Spiel das aber nicht verraten, dass er nichts besitzt. Ja, toll. Hätte ich mir das auch vereinfachen können. Aber da weiß ich vielleicht für meinen dritten Versuch Bescheid. Und wenn es wirklich auf den dritten Versuch hinauslaufen sollte, dann schneide ich das auch raus. So, die große Frage, die sich mir gerade stellt, ist, ob ich diesen Blitzangriff jetzt auch zum Einsatz bringen kann, noch bevor diese Tutorial-Anweisung kommt. Kann ich irgendwie gerade überhaupt nicht einschätzen, aber das werden wir herausfinden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die das Spiel schon kennen, dass die irgendwie, weiß ich nicht, jedes Mal abwarten müssen. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt die ganze Zeit versuche und ich dem aber erstmal eine bestimmte Schadensmenge abnehmen muss, damit er mich überhaupt zu dieser Blitzanwendung instruiert, dann ist mir ja auch nicht geholfen. Ja, okay, ich glaube, ich werde jetzt erstmal die ganze Zeit angreifen. Ich habe mich aber im letzten Mal auch ein bisschen dusselig angestellt, insofern als dass ich die ganze Zeit Blitz versucht habe anzuwenden und dann nichts passiert ist. Dadurch ist mir auch wertvolle Zeit flöten gegangen. Und gucken jetzt einfach mal. Ich drücke das jetzt hier einfach die ganze Zeit durch. Ich drehe hier so ein bisschen meine A-Taste und hoffe, dass dann bald mal der Hinweis kommt. Aber das mit dem Counter, das ist auch so fies. Was passiert denn, wenn der Counter abläuft? Dann bin ich wahrscheinlich tot, oder? Aber ich könnte mich... Also auf Items habe ich ja Zugriff. Also was den normalen Schaden angeht, könnte ich mich ja theoretisch... theoretisch auch heilen, ne? Ich wäre beim letzten Mal gestorben, weil meine Energie auf Null war und nicht, weil der Counter zu Ende ging. Ja, ich habe das beim letzten Mal schon verstanden. Deswegen brauche ich mir das jetzt gar nicht nochmal irgendwie durchzulesen. Die Frage ist nur... Wann? Zu welchem Zeitpunkt? Wähle Blitz und drücke links, rechts, links auf dem Steuerkreuz. Tja, und das ist jetzt die Frage. Weil vielleicht ist der Steuerknüppel auch nicht präzise genug, aber wir werden es mal probieren. So, Blitz. So. Falsche Blitzeingabe. Schade, ich dachte, das klappt jetzt vielleicht. Oder muss ich das... Nee, ich muss das nicht schon machen, bevor ich jetzt irgendwie den Blitz auswähle, oder?
Trommeln? Doch. War das jetzt mein... Ja, okay. Alles klar. Dann habe ich es jetzt verstanden. Ich dachte, ich muss erstmal den Blitz auswählen und danach die Eingabe machen. Aber ich muss das schon machen. Ja, okay. Jetzt weiß ich auch, was die da meinten mit A bestätigen. Aber das war dieser eine kleine Schritt, der mir gefehlt hat. Was zum... Er lehrte dich bereits dies? Wenn du nicht so machthungrig gewesen wärst... Tja, dann wäre dieser Tod erspart geblieben. Und ich dachte noch, dass Vargas vielleicht irgendwann Mitstreiter von uns werden könnte. Aber hey, er hier ist auch cool. Sabin. Tja, da sind die Brüder wieder vereint. Ihr könnt euch ruhig auch mal in den Arm nehmen. Mein Bruder? Jawohl, genau der. Ihr seid wieder vereint. So sieht's mal aus. Jüngerer Bruder? Auf den ersten Blick dachte ich, er wäre ein ausgerissener Muskelheld von irgendwo. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Muskelheld? Der lacht ein bisschen wie Kefka zuletzt. Das sollte ich wohl als Kompliment sehen. Ja, ich glaube schon. Wie dem auch sei, Bruder, was machst du hier? Wir sind auf dem Weg zum Sabilgebirge. Das klingt ja fast wie sein Name. Zum Versteck der Löwen, was? Genau das. In der Hoffnung, die Welt würde wieder klug werden, zog ich mich zurück. Und jetzt wird aus Figaro ein Marionettenkönigreich. Die Zeit ist gekommen, zurückzuschlagen. Das Imperium wird für seine Taten büßen. Na, hoffen wir es doch. Ob ein Löwe wie ich euch wohl helfen könnte? Das wird sich zeigen. Du kommst mit, Sabin? Du kommst mit, Sabin. Voll falsch betont gerade. Jawohl. Wäre auch komisch, wenn nicht, oder? Ich glaube, Duncan ruht noch sanfter, wenn er weiß, sein Schüler hilft dabei, der Welt den Frieden zu bringen. Also, gehen wir. Jawohl, das sagen wir uns. Lassen wir uns nicht zweimal sagen. So, damit haben wir einen neuen Charakter. Der Einzige, nee, nicht der Einzige, aber der hat seinen Kopf irgendwie so komisch in die andere Richtung geneigt, so entgegengesetzt von Edgar. Ich wollte gerade sagen, aber nee, Terra, nee, nicht Terra, sondern Locke guckt ja auch in die gleiche Richtung. Ist ja auch voll unerheblich gerade. Was wollte ich denn jetzt eigentlich tun? Ich wollte bei der Ausrüstung mal gucken, ob wir ihm irgendwie was Gutes tun können. Riemenschild kann er gerne in die andere Hand nehmen. Sehr schön, dass wir da noch eins über haben. Du kannst gerne den Federhut nehmen und hier können wir erstmal nichts machen. Wie sieht es bei den Relikten aus? Warum zum Teufel kann ich? Ach so. Ah, das ist ja cool. So eine komplette Übersicht kann ich mir hier aufrufen. Ich wollte nämlich gerade fragen, was hat denn das für einen Sinn, dass ich da jetzt alle anwählen kann? So, haben wir denn noch irgendwas? Ja, das hier ist die Frage, ob das sinnvoll ist. Abwehrkraft 81. Ja, der ist aber mit seiner Abwehrkraft deutlich besser unterwegs. Vielleicht ist das auch unerheblich für wahrer Held, keine Ahnung. Aber erstmal hat er es und ich würde ganz gerne heilen. Nehmen wir das mal, machen wir das mal über Talent. Ich glaube, das ist irgendwie die sinnvollste Variante. Und ja, dabei belassen wir es erstmal. Ich würde mich ja ganz gerne irgendwo ausruhen, also im Sinne von übernachten. Ich kann jetzt hier... Aber kein Zelt verwenden, oder? Nee, wenn Schlafsack nicht geht, wird Zelt auch nicht funktionieren. Wo sind denn die Zelte überhaupt? Hier, ganz unten. Ach, wir haben auch nur ein Zelt. Alles klar. Nee, gut, das hat sich dann erstmal eh erledigt. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt hier nicht irgendwo verrecken werde. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Das war ja gerade mehr als praktisch. Kommen jetzt ja auch neue Gegner. Sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Blitz. Also muss ich das jedes Mal so machen. Aber das verschwendet auch keine MP, ne? Was eigentlich ganz praktisch ist. Es sei denn, ich habe das irgendwie nur noch nicht so registriert. Hat der überhaupt MP? Ich glaube, jeder Charakter hat MP, oder? Ich gucke mir das nochmal kurz im Menü an. Ach, das sehe ich hier gar nicht. Ah, die haben was so ein bisschen zusammengedrückt, jetzt wo das drei Charaktere sind. Das ist ja doof. Kann ich ja gar nicht auf Anhieb irgendwie erkennen, was hier Sache ist. Aber gut, ne, der wird 100 pro MP haben. Ob die allerdings bei Blitz angefasst werden oder ob das davon unabhängig läuft, das werden wir dann wohl wann anders irgendwie noch herausfinden müssen. Ich bin jetzt ja auch wieder am Anfang, oder was?
Nee, ich bin jetzt auf der anderen Seite der Weltkarte. Ich wollte gerade sagen, das sah nämlich gerade so ein bisschen aus wie der Bereich, wo wir hereingekommen sind. Oh, ich liebe diese Weltkartenmusik. Ich glaube, die gefällt mir echt besser als... Oh Gott, was seid ihr denn? Ihr habt ja knuffige Augen. Ich wette, ihr könnt ganz schön unbequem werden. Oder so guckt ihr zumindest, auch wenn die irgendwie putzig aussehen. Ja, aber soll ich das mal machen? So, warte mal, wir haben das links, rechts, links. Und ja, da ist der Kampf auch schon vorüber. Soll mir recht sein, dass hier so schnell vonstatten geht. Das ist echt schön. Ich muss mir echt irgendwann mal... Ich glaube, es gibt sogar so ein Video auf YouTube. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, es gibt ein YouTube-Video, wo alle Final Fantasy... ich nenne das immer Weltkartenmusik. Vielleicht gibt es dafür irgendwie eine andere Bezeichnung. Aber wo die alle hintereinander weg abgespielt werden. Muss echt mal gucken, welche mir davon am besten gefällt. Ihr könnt mir ja gerne auch in die Kommentare schreiben, welche von diesen Melodien euch am besten gefällt. Aber ich glaube, das hier ist ganz weit vorne. Ich müsste mir nochmal die anderen anhören. Aber ich glaube, das ist so... Ja, das ist ganz weit vorne, wie ich schon gesagt habe. So, Tonic geklaut. Sehr schön. Tränke wären mir trotzdem lieber. Links, rechts... Nee, warte mal. Links, rechts, links, A. Ist eigentlich relativ einfach. Nee, was? Ja, eigentlich relativ einfach. Und just in diesem Moment habe ich es falsch gemacht. Ganz großes Kino hier schon wieder. So, jetzt sind die alle wieder weg. Nee, wie war? Ich hab heute irgendwie voll den Kopfknoten. Entschuldigt bitte, das ist mir gerade schon wieder viel zu viel Input hier. So, hier war auf jeden Fall was, wo ich rein kann. Ist das jetzt hier der richtige Weg? Bin mir gerade nicht sicher. Versteck der Löwen. Nee, das ist mein Zielort. Deswegen werde ich jetzt erstmal weiter nach Norden gehen. Und gucken, was wir da noch so auffinden können. Ich hoffe nur, dass hier jetzt keine überstarken Gegner oder sowas kommen. Aber hier ist eine Sackgasse, alles klar. Passt mir gerade gut in den Kram. Denn dann habe ich hier wirklich erstmal nichts ausgelassen. Bin gespannt, wann ich das erste Mal mich hier teleportieren kann in dem Spiel. Obwohl, wir hatten ja schon... Warp hatten wir ja schon, ne? Glaube ich einmal. Irgendwie jetzt hat Trommeln funktioniert. Sehr schön, so muss das. Geht halt leider nur auf einen Gegner und ist deshalb jetzt nicht so mega wertvoll für die Zufallskämpfe. Aber wenn wir dann mal einen einzelnen Starken vor unserer Nase haben, da ist das, glaube ich, echt rentabel. Bin gespannt, ob Sabine auch noch so ein paar andere Skills lernt, die so mit anderen Tastenkombinationen einhergehen. Aber das wird sich dann wohl noch zeigen im Laufe des Spiels. Versteckt der Löwen. Hey Löwen, euer Tiger ist da. Nein, wir sind auch Löwen. König Edgar, hier entlang. Sehr schön. Impliziert dieses Versteck auch, dass wir hier sowas wie Händler und Übernachtungsmöglichkeiten und so haben? Das sieht ganz danach aus. Darf ich mich ja auch noch selber umgucken? Ja. Ich glaube, da oben auf der rechten Seite, da wird dann der richtige Weg sein. Deswegen gehen wir da ganz zum Schluss hin. Aber wenn wir eines aus Figaro gelernt haben, dann, dass es überall Secrets zu finden gibt. Habt ihr Banon gesprochen? Nee, noch nicht. Banon wird wahrscheinlich der sein, mit dem wir labern müssen, um das Ganze hier hauptstorymäßig weiter voranzubringen. So, da ist ein Kistchen. Wie kommt man denn an den Krug da oben ran? Wahrscheinlich gar nicht. Phönixfeder. Wo wir Gott sei Dank keinen Gebrauch von machen mussten. Bin ich auch nicht traurig drüber. Aber hier kann ich an den Kisten irgendwie nicht so viel... Bringt das jetzt jedes Mal? Oh nö, das kann ich jetzt auch nicht wegdrücken. Nee, kann mich leider nicht losreißen. Der hat mich voll in seiner Gewalt. Schade eigentlich. Ja, okay, ich habe den Weg jetzt auch kapiert. Ich werde dich auch kein drittes Mal mehr anlabern. Indianer-Ehrenwort, das haben wir hier. Nee, okay, hier gibt es nicht so viel mitzunehmen. Nicht einmal das Imperium würde hier nach uns suchen. Na, es sei denn, jemand verpetzt euch. Und das bin ich natürlich nicht, ne? Ist ganz klar. Ihr gehört ja zu uns, alles gut. Braucht nicht zu befürchten, dass von mir irgendeine Gefahr ausgeht, okay? So, hier haben wir einen Händler. 5, 9. Nee, ich will davon nichts kaufen. Trank. Nee, wir gucken mal erstmal hier bei dem ganzen Equipment-Gedöns. Oh ja, Sprintschuhe. Aber Sprintschuhe ist ja ein Relikt, ne?
ist ein bisschen irreführend, dass die Pfeile so nach oben zeigen. Oder haben die Sprintschuhe auch eine Verbesserung von Statuswerten gehabt? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber kaufen will ich das nicht. Ich hätte hier ganz gerne noch einen Rüstungshändler. Das wäre cool, wenn ihr das auch bieten könntet. Grünkirsche erhalten. Okay, ist die zweite, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. So, da unten war jetzt, glaube ich, noch ein Weg. Ist ja ansonsten kein Händler. Voll die Händler-Auslassparanoia. Seit diesem ersten... Seit der Burg. In der Burg war das gewesen. Ich wollte gerade sagen, seit dem ersten Dorf, wo ich war. Aber da habe ich die Händler ja gesehen. Da waren die auch gar nicht zu übersehen. Aber hier... So, warte mal. Können wir jetzt hier eigentlich umsonst übernachten? Ich meine, hallo Edgar. Ist doch der dicke König hier. Kurz ruhen, jawohl. Sehr schön. Wäre auch komisch gewesen, wenn nicht. Wenn die uns dafür noch Geld abgezwackt hätten. Aber so passt das natürlich. So, jetzt will ich trotzdem noch gucken, ob wir hier irgendeinen Händler haben. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht in irgendeinen Bosskampf reinrennen, weil übernachten konnten wir jetzt hier zwar, aber speichern konnte ich hier noch nicht. Das habe ich auf der Weltkarte auch wieder nicht gemacht. Hoffentlich endet das jetzt nicht im Desaster. So, gucken wir einfach mal, was es hier noch gibt. Ah, da ist ein Speicherpunkt und wer weiß, vielleicht sogar ein Händler. Aber erstmal will ich hier gucken, ob wir irgendwas mitnehmen können. Das sieht hier nämlich schon wieder so auffällig aus. So, und einen Trank noch mitgenommen. Sehr schön. Irgendwas zu lesen hier noch, so als gute Nachtlektüre? Nein. So, ein Speicherpunkt direkt vor seiner Nase. Das sieht irgendwie relativ auffällig aus. Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht wieder im Chaos enden wird. Da haben wir ihn und die Musik verändert sich. Banon, wir haben sie mitgebracht. Ist sie es, die mit S-Bahn reden kann? Mit S-Bahn? Scheint, als ob das Imperium sie total kontrolliert hat. Terra sieht irgendwie traurig aus. Durch Brieftauben erfuhren wir, dass sie 50 der besten imperialen Soldaten in ein paar Minuten getötet hat. Alles Lügen. Oder kannst du dich einfach nur nicht mehr erinnern? Terra, Banon, sie erinnert sich an nichts. Ja, ich wollte gerade sagen, aber dann sind es vielleicht halt keine Lügen, ne? Das weiß man halt noch nicht. Ich bitte um Ruhe. Vielleicht kennt ihr die Geschichte schon. Als die Menschen rein und unschuldig waren, gab es eine Schachtel, die sie niemals öffnen durften. Ein Mann jedoch öffnete sie und setzte damit das Böse frei. Neid, Gier, Stolz, Gewalt, Kontrolle. In der Schachtel verblieb nur ein dünner Lichtstrahl, Hoffnung. Keterra schweigt. Wir stehen dem Bösen gegenüber. Und ihr seid dieser letzte Lichtstrahl. Banon. War das jetzt ein mahnendes Banon oder ein Banon? Oh mein Gott, wie schrecklich oder wie toll oder was auch immer. Ich bin so müde, lass mich bitte. Ich bin auch müde. Muss das ja nicht an uns auslassen. Weil es ist vielleicht voll die historisch wertvolle Begegnung, aber er verpieselt sich, weil er müde ist. Ist klar. So, okay. Guck mal, Baby, wir sind zusammen in einem Raum und ungestört. Und die Musik hat sich auch nochmal verändert, wenn mich nicht alles täuscht. Seit ein teurer Freund von mir vom Imperium verhaftet wurde, hasse ich es zutiefst. Ich trat den Löwen bei, als ich merkte, dass das Imperium von Grund auf schlecht ist. Wir müssen handeln. Oh, die Musik ist so schön. Schon wieder so eine abgewandelte Form von dem Track, der mir so gefällt. Aber es gibt in meinem Leben keinen so teuren Freund. Das stimmt nicht ganz. Es gibt jedenfalls Leute, denen du wichtig bist. Glaub mir, sie zählen auf dich. Och, wie süß. Ob ihr das helfen wird? Sie wird es wahrscheinlich noch anzweifeln, könnte ich mir vorstellen. Weil wenn sie vorher schon sagt, sie hätte keine Freunde, dann spricht das nicht so sehr von Vertrauen in unsere Richtung. Aber wer kann es ihr verübeln, ne? Ich wäre auch ein bisschen skeptisch an ihrer Stelle. So, wo gehen wir jetzt zuerst hin? Übernachten waren wir schon. Hier haben wir Sabin. Ich sollte dich nur darauf hinweisen, dass du meinem Bruder blind vertrauen kannst. Er war schon immer aufrichtig. Vertraue ihm. Aber wenn er fragt, weißt du von nichts, Terra. Wie er gerade voll gelacht hat, wie ich das gerade aus Versehen voll weggedrückt habe. Hat er das nochmal? Ich will das nochmal sehen, ja.
ist irgendwie so knuffig. Wenn die Guten so lachen, ist das knuffig. Aber wenn so böse Leute wie Kefka so ablachen, dann ist das irgendwie ziemlich creepy so. Okay, was haben wir hier? Da unten läuft jemand. Okay, Edgar. Warum verkrümelst du dich hier so heimlich in der Ecke? Es wird schwierig werden, dich zum Mitmachen zu bewegen. Wenn wir dich zu hart anpacken, machen wir es wie das Imperium. Du sollst dich selbst entscheiden. Okay. Also es ist jetzt ihr überlassen, ob sie weiter mit uns zusammenarbeiten möchte oder wie darf ich das jetzt verstehen? Ja, Terra hat es aber auch nicht leicht, oder? Mir tun generell immer diese ganzen Charaktere so leid, die irgendwie ihr Gedächtnis verlieren. Also ich finde diese Vorstellung ganz, ganz furchtbar. Und ich weiß, dass ich da jetzt einen sehr weiten Bogen ziehe, aber das ist genau der Grund, weswegen ich auch Demenz so schrecklich finde. Rebellen werden überall vom Imperium gefangen genommen. Wir müssen uns endlich wehren, sonst... Sonst? Ja, vielleicht will ich das auch gar nicht wissen. Sonst ist Polen hier offen, ne? So, gucken wir jetzt hier nochmal. Übernachten brauche ich ja nicht. Ja, also wie gesagt, ich habe diese Vorstellung, an Demenz zu erkranken. Ja, obwohl ich mich immer so ein bisschen darüber lustig mache, weil ich selber ja jetzt schon ein totales Kurzzeitgedächtnis habe, zumindest im Videospielkontext. Ich finde das einfach mega gruselig. Deswegen tun mir auch diese Charaktere immer sehr leid und da empfinde ich sehr, sehr viel Empathie für die, die eben so Gedächtnisschwund haben oder eben keine Erinnerung haben oder was auch immer. Banon, er ist gerade eben rausgegangen. Okay, dann werden wir... Achso, meinst du hier raus oder da oben raus? Ich will mich eigentlich oben nochmal umgucken, weil da waren wir, glaube ich, noch nicht. Der Weg war vorher ja versperrt. Habe ich hier eigentlich die Kisten mir schon angesehen? Nicht, dass hier noch irgendwas mitzunehmen ist, aber scheint nicht der Fall zu sein. Na gut, dann gucken wir mal hier. Ist ja alles noch kein Kampfgebiet. Ich gebe auch die Hoffnung nach einem Händler oder auf einen Händler noch nicht so ganz auf. Bei dir vielleicht? Bitte, steht uns im Kampf bei. Ja, wir geben uns Mühe. Auch wenn ich jetzt in den letzten Kämpfen nicht so wirklich geglänzt habe, aber Windlanze. Ist das eine Waffe für Terra? Ich muss gerade echt überlegen, wer eigentlich mit einer Lanze kämpft. Also sie auf jeden Fall nicht. Aber gut, ich habe jetzt auch die anderen Leute gerade gar nicht mehr bei mir im Trupp. Schade eigentlich. Achso, hier sind noch zwei Kisten. Die habe ich gerade wieder fast übersehen. Muss mich erst noch dran gewöhnen. Ich habe irgendwie immer noch so ein bisschen die Final Fantasy 9 Optik so im Hinterstübchen. Auch worauf man da so achten muss und so. Okay, also müssen wir jetzt wahrscheinlich raus und wirklich uns an Banons Fersen heften. Aber ich will nicht nur mit Terra jetzt alleine rausgehen. Ich hoffe, unsere anderen Mitstreiter werden sich uns noch anschließen. Sonst, glaube ich nicht, dass ich das lange überleben werde hier. Aber wir schauen einfach mal. So, lässt du mich jetzt bitte vorbei? Dankeschön. Sehr freundlich und aufmerksam. Ja, da haben wir ihn. Hey, Banon. Alles gut? Kann ich irgendwas für dich tun? Habt ihr euch entschieden? Werdet ihr uns Hoffnung geben? Ja. Ich habe gerade irgendwie, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, habe ich einen Kommentar dazu bekommen? Irgendwie kann ich mich vage an das... Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Aber ich antworte so, wie ich antworten würde, wenn ich das alleine spielen würde. Also ohne jetzt hier Let's Play und Pipapo. Und ich würde sagen, ja, klar. Ihr helft uns? Gerne. Ich habe Angst. Mit diesem Relikt braucht sich niemand zu fürchten. Mit welchem denn? Bitte, Terra, ich möchte, dass ihr es annehmt. Was ist es? Etwas Schönes, nehmt es. Fehdehandschuh. Haben wir sowas nicht auch schon mal gehabt? Ich habe irgendwie so lauter Déjà-vus, von denen ich gar nicht weiß, woher die kommen. Sehr schön. Ich habe einen Plan. Trommelt alle zusammen. Okay. Sehr schön. Danke, Spiel, dass ich jetzt nicht nochmal zu allen hinlatschen musste, denn ich habe ja schon mit den Leuten geschnackt. Gut, also... Wir alle wissen, dass das Imperium im Kampf Magitex einsetzt. Die Frage ist, wie hat Gestahl dies erreicht? Locke hat auf meine Anweisung hin das Imperium überprüft. Die weltbesten Gelehrten studieren dort die Espa. Und der ganze Aufruhr in Narsch, ein Espa. Narsch hieß das. In der letzten Folge wusste ich das, glaube ich, noch, oder? Ihr meint, Espa und Magitex gehören irgendwie zusammen?
Ja, und ich denke dabei an ein bestimmtes Ereignis, den... Doch nicht etwa... Den Krieg der Weisen, doch, genau. Nein, Unsinn. Die Leute sind sich einig. Meine Großmutter hat mir jedenfalls immer Geschichten über magische Maschinen erzählt. Und wenn sich diese antike Tragödie nun wiederholt? Ich spekuliere bloß. Historische Nachforschungen haben einige umstrittene, schreckliche Theorien entstehen lassen. Demnach wurden zum Beispiel Menschen und Maschinen mit der Kraft ausgelaugter Esper angefüllt. Das erklärt einmal die Magitex. Achso, ich dachte, das sagt sie auf der anderen Seite dann aber auch das und das. Magitex können nur mit Magitex bekämpft werden. Du Narr, genau so begann der Krieg der Weisen, heißt es. Was schlägst du also vor? Wir müssen mit einem Esper sprechen. Mit einem Esper? Wenn Terra es schafft, mit diesem Esper zu kommunizieren, wacht er vielleicht auf. Ob das klug wäre? Wer weiß, sie muss uns jedenfalls helfen. Terra. Ich glaube, das wird sie gerne tun, oder? Ich tu's. Blödsinn, als ob es ein Sonntagsausflug wäre. Hat ja auch niemand behauptet. Was? Dieses Geräusch? Oh oh. Nein. Alarm! Banon her! Was? Oh nein. Oh oh. Das sieht gar nicht gut aus. Kumpel, können wir noch irgendwas für dich tun? Für Figaro Süd! Nein! Was ist passiert? Was ist los? Imperium, Figaros besetzt, sie kommen. Sie haben uns ausfindig gemacht. Wir müssen sofort fliehen. Locke. Lock. Schon klar, jemand schleicht sich. Schleicht, da fehlt ein I. Schleicht sich nach Figaro Süd und sabotiert das Imperium. Das ist deine Aufgabe. Viel Erfolg. Ja, ich glaube, daran ist er auch relativ geübt, oder? Als vermeintlicher Schatzsucher. Terra, bitte warte auf mich und bitte, dass dir bloß keine liebestollen Könige zu nahe treten, okay? Oh, Eifersucht, Eifersucht. Eifersucht detected. Lock. Ja, wir gehen ja schon. Ja, gerade geguckt hat er das gesehen, voll niedlich. Hey, Bruder, wann wirst du endlich erwachsen? Was machen wir jetzt? Wir fahren Fluss Lethe hinunter, bis wir nach Narsch kommen. Ich will diesen Esper sehen. Gut, am Hintereingang gibt es ein Floß, ein Glücksspiel, aber wir haben wohl keine andere Wahl. Hier bist du in Gefahr. Komm mit nach Narsch. Du wirst sicherlich auch lernen, dich selbst zu verstehen, denke ich. Keine Zeit zum Trödeln, auf geht's nach Narsch. Alles klar. Hä, mit wem genau reisen wir jetzt? Oder steuern wir Lok? Warte, das interessiert mich gerade. Achso, wir sind jetzt... Ach, Banon. Banon ist mit dabei! Der sieht ja aus wie so ein Löwe, der eine Steckdose gefasst hat. Ja, so. Okay, was machen wir als erstes? Wir haben jetzt Lok gar nicht mehr in unserer Truppe drin, wie zu erwarten war. Ausrüsten kann ich ihn nicht. Hat er irgendwelche Talente? Nee, hat er auch nicht. Also die hat er wahrscheinlich schon, nur wir können sie nicht einsehen. Er ist irgendwie als passiver Charakter jetzt hier bei uns mit drin. Bin ja gespannt, ob wir ihm dann auch so Befehle erteilen können und so. Oder ob er das alles eigenständig macht. Wo zum Teufel bin ich jetzt hier eigentlich gerade? Ich verstehe. Grüß Banon von uns. Kannst du auch selber machen. Guck mal, der ist doch jetzt in unserer Truppe mit drin und müsste eigentlich direkt vor dir stehen. Gutster Mann. Also ich werde jetzt noch gucken, ob die Leute hier irgendwas anderes sagen. Und ja, dann werden wir in der nächsten Folge dann hier auch aufbrechen. Hier komme ich schon zurecht. Bitte macht euch auf. Ich gebe mir Mühe, mein Gutster. Ich gebe mir Mühe. So, gibt es hier vielleicht irgendwas Neues einzukaufen? Nö. Aber Dings, Banon ist ja auch gar nicht mit angeführt, ne, bei den Charakteren. Also der wird wirklich wahrscheinlich nur für diese eine Mission, eine Aufgabe, wie dem auch sei, an unserer Seite sein. Ist der eine Typ jetzt gestorben, der da angegriffen wurde? Der hat mir so leid getan. Das werden wir wahrscheinlich jetzt auch nicht erfahren, ne? Auf jeden Fall läuft da jetzt aktuell keiner mehr rum.
gibt es irgendwas Neues? Der Lethe führt durch einige unterirdische Höhlen. Aha, tut er das, ja? Der Lethe. Ich hätte das jetzt eher als die Lethe gesehen, aber wahrscheinlich, weil mich Lethe so ein bisschen an Lene oder an irgendeinen Namen oder sowas erinnert. Also auf jeden Fall eher weiblich behaftet. So, dann gibt es jetzt ja auch keine weiteren Gesprächspartner mehr. Das heißt, wir können das Ganze jetzt abspeichern und werden dann unsere Reise in der nächsten Folge fortsetzen. Ja, es tut mir irgendwie voll leid, dass dieser Part so mega verpeilt gewesen ist. Ich gelobe Besserung beim nächsten Mal. Ich werde beim nächsten Mal auch aufnehmen, wenn ich ein bisschen ausgeschlafener bin, aber ja, so kurz vorm Wochenende habe ich leider selten die Situation oder den Luxus, dass ich mir aussuchen kann, wann ich aufnehme und muss das immer so ein bisschen in die Zeit packen, wo ich ein bisschen Freizeit habe, unabhängig davon, wie gut ich ausgeschlafen bin oder nicht. Ich danke euch an dieser Stelle auf jeden Fall fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!